Schrein des Geschicks. Mai, Geschicklichkeit Freehaven. Haben wir anscheinend auch schon? Wir haben definitiv Mai. Okay, kommt noch auf die Liste. Mai, abgehakt. Juni wäre Reaktion im Sumpf des Verdammten. Der Verdammten. Aber ich glaube, wir haben langsam genug in der Richtung gemacht. Du. Weg. Yeah. Was wollten wir noch machen? Wir wollten zwischendurch immer mal wieder nach Darkmoor und oder Kriegsbeier. Wobei ich eigentlich jetzt eher darauf bedacht bin, zu gucken, was die Dinger hier machen. Weil wenn sie wirklich gute Sachen ausspucken, also teilweise so Artefaktstatus-Dinger, könnte das ziemlich interessant werden. Plus 10 Charisma brauchen wir nicht mehr, oder? Charisma 12, Charisma 9 durch 10 ersetzen. Ja, kann auch alles weg an Gedöns. Also Drachensand. Blackshire. Weisen? Blackshire nach Süden. Wobei ich nicht weiß, ob es Drachensand direkt war. Ich glaube, es war noch weiter südlich. Also diese Einsiedlergeschichte. Ah, ihr seid auch wieder alle da. Keine Magennon. Kaputt. Sehr gut. Wir haben noch gar nicht alle Buffs. So, wir laufen jetzt hier einfach mal durch. Töten ein bisschen und gucken, wie viele Erfahrungspunkte das so gibt. Denn Gold können wir jetzt ja doch wieder gebrauchen. Naja. Noch irgendwo eine Kiste? Kaputt. Man trifft für 5 Schadenspunkte. Reparieren. Schon wieder was kaputt. Oh, sind ein paar mehr. Also, da kommen wir nicht ran. Ja, nee, komm. Gegen Luft zu kämpfen, ist unseren Helden dann doch ein wenig zu blöd. Und sie fliegen weiter. Drachensand. Oh, hallo, größere Drachen. Aber noch ganz kleine Drachen im Vergleich zu den ganz großen Drachen. Ja, die Pyramide hier. Und da wären die richtigen Drachen. Ja, so ein... Ne? Macht das fast gar keinen Schaden. Vor allem das Doofe ist, es sind blaue und rote Drachen. Die einen sind immun gegen Feuerschaden, also gegen Meteorregen. Die anderen sind immun gegen Luftschaden, also Sternendingens. Nee. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte da drauf drücken. Na, kein Level up bisher. Da müssten wir aber auch ein bisschen mehr machen. Hm? Titanen töten und dergleichen. So, hier war Abdul. Und hier waren die Leute, die das umtauschen. Hallo. Tausche Pyramide gegen Rüstung, tausche Weinfass gegen Rüstung. Ich will keine Rüstung. Ich will keine Waffen. Ich will Zubehör. Zubehör. Und es sind nur die besten Sachen. Also von der Art von Gegenstand, ne? Repariert. Oh. 15 Reaktionen. Rüstungsklasse plus 23. Ja. 22. 15 Ausdauer.
Sobald sie ihren Spruch spricht. Du. So. Jetzt fallen 15 Ausdauer nicht mehr ganz so auf. Oder? Wie viele Lebenspunkte hast du jetzt? 500. Ohnehin hast du 5 weniger. 15 Ausdauer machen gar nichts. Rüstung hingegen. Wie viel macht das genau? Die Rüstungsklasse ist ein Maß dafür, wie schwer es ist, einen Gegner dich zu treffen. Je höher die Rüstungsklasse, desto höher die Chance, einem Angriff auszuweichen. Nur um wie viel? Ich glaube, ich kriege auch hier den plus 23er Helm da. Den da. Also momentan für unsere Helden wichtig. Rüstungsklasse, HP, Zauberpunkte. Stats, nicht mehr so wirklich. Der da kann verzaubert werden. Verzaubert den da. Feuerresistenz plus 7. Ja, nee. Repariert. Stärke plus 22. Achso, das war sein Boost-Helm. Also, die Dinger sind praktisch. Es ist nur recht viel hin und her gelaufen. Müssen wir gucken, ob wir uns das irgendwann mal geben wollen. Immer wieder Zirkus, Hauptzelt, Zirkus, kleines Zelt, 6-mal klicken, zurück, Zirkus, Hauptzelt, Zirkus, kleines Zelt, 6-mal klicken und so. Also das alles für einen random Gegenstand. Da fände ich es irgendwie interessanter, wenn wir hier versuchen, Drachen zu töten und an die Kisten ranzukommen. So wie die Drachen da. Okay, das sind nicht mal richtige Drachen, aber ja. Du. Kriegt ihr Feuerschaden? Ja, ihr seid nämlich nur Lindwürmer. Kommen alle näher zusammen, das ist ein bisschen ärgerlich so. So. Riesenlindwurm. Dort. Wenn wir jetzt richtig hardcore wären, würden wir im Nahkampf Meteorregen und Dingens zaubern. Das wird ziemlich krass. Aber nein, so hardcore sind wir noch nicht. Kaputt, 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 kaputt. Weg mit dir. Aber wir halten uns gut. Schaden muss echt besser werden. Puh. Das zieht sich ganz schön, die Kämpfe. Ich weiß nicht. Eine Axt, die gar nichts macht. Hast du noch genug zum Verzaubern? Verdoppelt Schaden gegen Dämonen. Ich weiß nicht. Solltest du eigentlich behalten, ne? Trigger ist immun gegen Lähmung. Nö. Nö. Plus 10 Zauberpunkte, Geschwindigkeit, Intellekt. Ja, besser als das da. Weg damit. Repariert. Alles heil, reparieren, reparieren. Reparieren. Du hast noch so einen Popel-Anfängerring. Du brauchst unbedingt was Besseres. Allmachtskrone. Ich weiß nicht. Das bist du. Du bist ja den, was wir im Weinfass bekommen haben. Du bist gar nichts. Oh. 17 Trefferpunkte. Trefferpunkte war doch genau das, was wir gerne hätten. Reaktion plus 23 ist trotzdem ziemlich hoch. Rüstungsklasse 15, Trefferpunkte 25. Und Reaktion plus 11. 17 Trefferpunkte fallen bei dir aber auch nicht mehr ganz so ins Gewicht. Nee, der kann weg. So. Kriegergürtel, aber du hast jetzt langsam echt keine Mana mehr. Sammel du die Sachen mal ein. Langbogenring. Spezialität, explosiver Einfluss. Was? Präzisionsbogen des Blutbades. Gerugon, probier mal ganz kurz den Bogen daraus. Hoppla. Das ist ein Explosionsbogen. Ah, sehr cool, das kenne ich noch gar nicht. Komm mal her, Hexe. Wir haben dann Bogen zum Ausprobieren. Gerugon trifft für 12 Punkte. Ja, okay, ist ein lustiges
Gag-Item. Repariert. Aber macht halt sonst nichts. So, das kommt alles weg. Oh. Kälteresistenz plus 24. Das ist nett. Oh, das ist echt nett. Das bewahre ich mir mal auf. Und wahllos jetzt weiter euch töten? Nö. Welchen Monat haben wir jetzt? Immer noch Mai. Ja. Ich glaube, es hilft langsam nichts mehr. Wir müssten jetzt irgendwo schlafen. Und danach... Ich würde gerne noch weiter Drachen und Lindwürmer und so weiter töten. Wegen den Erfahrungspunkten. Ich guck mal ganz, ob wir einen davon so erwischen können. Einfach E gedrückt halten. Dann werden alle zaubern. Im Nahkampf hoffentlich genug Schaden anrichten, dass das Ding stirbt. Genau. Das ging leichter als gedacht. Aber es geht auch ziemlich schnell was kaputt. Ja, deswegen haben sie auch im siebten Teil diesen Härtungsspruch oder die Härtungstränke eingefügt. Das ist einfach nur albern, ist alle 10 Sekunden... Oh, hier kann ich schlafen. Alle 10 Sekunden zu reparieren. Das und das. Und den anderen Spruch noch. Na komm. Das ist ein Drache, der geschützt werden will. Lay. Genau. Er ist ganz schön weit oben. Dann halt die hier unten. Nom, 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 nom. Wow, okay. Warte mal, da sind doch genug auf dem Haufen. Um mal. Ich teste nochmal. Also hier dürften kein Fußvolk rumlaufen. So, Drachen haben Schaden genommen, aber viel zu wenig. Lindwürmer haben Schaden genommen, aber auch nicht alle. Hat unser Ruf Schaden genommen? Nein. Also wir spammen jetzt so oft wir können noch den Armageddon durch und gucken, wie die Echsen dann so Schaden genommen haben. Danach sollten wir uns heilen. Misslungen, okay. Naja. Naja. Kommt mal alle runter. Dann werfen wir noch ein paar Sternenfeuer und Kraftheilung und Meteorregen auf euch. Und hoffen, dass wir ein, zwei von euch mal erwischen. Aber ich glaube, das sind einfach echt zu viele hier auf dem Haufen. Da kommt so viel Zeug angeflogen, das ist... Nee. Nee. Kraftheilung. Repariert. Das klappt so nicht. Schade, schade.